Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, wir wollen heute eine Kleinigkeit bauen, und zwar für meine Frau. Beziehungsweise nicht für meine Frau, sondern für jemanden, für den meine Frau etwas mit Brandmalerei machen soll. Und zwar möchte derjenige gerne einen Flaschenöffner haben. Viel Spaß beim Video und lass mal loslegen, würde ich sagen. So, was haben wir vor? Relativ einfach. Und zwar aus diesem Stück, ich denke mal, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich denke mal, das ist ein ganz normales Stück Kiefernholz, Kieferleimholz. Schneiden wir jetzt hier ein Stückchen raus. Meine Frau hat es schon vorgezeichnet, was sie haben möchte. Deswegen ist es eigentlich Quatsch, dass ich jetzt mein Maßband hier stehen habe, aber ist ja egal. So, genau, Kappsäge ist, könnt ihr mich sehen? Hallo? Kappsäge ist angeschlossen. Das bedeutet, wir werden sägen und los geht's! So sieht das ganze Teil jetzt aus. Als nächstes gehen wir hin und werden diese Ecken hier abschleifen. Das heißt, ich spanne jetzt gerade den Staubsauger um und dann geht es sofort weiter. So, nachdem wir jetzt hier die Radien dran geschliffen, da wird später noch eine Faser dran kommen. Wir schleifen das jetzt. Und genau, das ist das Erste, was wir machen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier über die Oberfläche gehen. Ich werde jetzt meinen kleinen Exzenterschleifer da rausholen und dann werden wir jetzt erstmal diese Oberfläche hier schleifen, die Oberfläche schleifen. Dann haben wir da schon mal ein Grundbild und dann ist die Frage, ob das jetzt sinnvoll ist, der Schritt, oder ob ich zuerst hingehe. Das kann ich auch machen. Ich kann auch zuerst hingehen und das Ganze. Nee, das machen wir zuerst. Wir machen zuerst die Bohrung. Genau, damit fangen wir an. Das heißt, wir bohren jetzt hier die vier Löcher. Warum vier Löcher? Es kommen jeweils hier in die Ecken, kommen Löcher mit einer Senkung. Und zwar ganz einfach, dass derjenige, der das Teil bekommt, dass der sich das an die Wand hängen kann und vernünftig auch verschrauben kann. Weil wenn ich da später meine Flaschen öffne, dann soll das ja schon ein bisschen stabil sein und an der Wand hängen und nicht hier einfach nur mit einem Nägelchen so rumflattern. Ne? Das soll ja schon vernünftig an der Wand sein. Das heißt, wir machen jetzt die Bohrung rein. Danach machen wir eine Faser drumherum und dann wird das Ganze geschliffen. Und dann ist erstmal mein Part hier zu Ende. Aber dazu gleich mehr. Also ab an die Bohrmaschine. So, wir fahren den erstmal in der Grundposition was höher und dann schauen wir uns mal an, wo wir denn jetzt hier die Löcher reinmachen. Ich würde behaupten, was gut wäre, wenn wir das Ganze gerade gucken. Ja, 15 mm, 15 mm vom Rand, das ist wunderbar. Wir stellen uns das jetzt auf 15 mm ein. Zack. So, unten gedrückt, oben festgeschraubt. Zack. Und jetzt kann ich mir hier genau anreißen, wo ich hin will. So, und dann nehmen wir uns einen Stift, einen Spitzenstift, der ist relativ spitz, und zeichnen uns das Ganze an. So, einmal hier
einmal. Hier. Na, ich muss natürlich gucken, dass ich nicht in der Rundung drin bin. So bin ich nicht in der Rundung drin. Perfekt. Dann einmal hier. Das mache ich jetzt mit allen vier Ecken gerade. Und dann, genau. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Grundsätzlich mache ich das so mit einem Bleistift, wenn ich den gespitzt habe. Ich sehe, des Öfteren sehe ich auf YouTube, wie Leute erzählen, dass es ein spitzer Bleistift sein soll und richtig schön spitz und zum Teil auch mit diesen Feinminen und damit man einen dünnen Strich hat, damit es genau wird. Und dann gehen sie hin, streichen sich irgendwas an und gehen 5, 6, 7 Mal über diese Linie drüber, wo ich mir denke, warum hast du deinen Bleistift so spitz gemacht? Wenn du doch sowieso so eine dicke Linie dahin zimmerst, kannst du das auch mit einem normalen Bleistift machen. Keine Ahnung, also ich, das verstehe ich nicht. Sagen wir mal so, ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Also ich versuche immer wirklich, wenn ich einen Blitzenbleistift habe, auch eine Linie zu machen, weil das reicht ja in der Regel auch. Ich weiß ja dann, wo ich bohren muss. Und dann ist gut. Dann habe ich hier eine relativ feine Linie. Und dann ist das eigentlich in Ordnung. So, genau. Jetzt haben wir alle vier Punkte angezeichnet. Und das hängen wir wieder hier oben hin, weil ich möchte echt versuchen, hier in meiner Werkstatt Ordnung zu halten. Auch wenn es mir schwerfällt, aber ich versuche es. So, wir gehen hin. Schublade auf. Wir brauchen gleich definitiv unseren Senker und ich habe den eingestellt auf, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich habe den eingestellt, da sieht man es, da ist die Schraube und auf 4,5. Das ist eine 4,5er Bohrer, den spannen wir uns jetzt hier ein, so, zack, rein damit. Verriegelt. So, jetzt kann ich das Ganze runterpacken. Ich mache es immer so, ich positioniere mir meine Bohrmaschine immer relativ nah ans Werkstück. Viele sagen ja, mit diesem Drehrad hier bei der PBD40 haben sie ein Problem. Natürlich, ich finde auch normales, richtiges Drehkreuz mit diesen drei Hebeln, finde ich einfach. Habe ich jetzt auch schon gesehen, eBay. Irgendwo ist jemand, der bietet das an, der produziert diese Teile. Und vielleicht hole ich mir mal irgendwann eins. Aber wenn ich ganz ehrlich, wenn ich meinen Bohrer relativ nah an das Werkstück positioniere, macht also die Bohrmaschine inklusive Bohrer, dann habe ich ja gar nicht so einen langen Weg. So, wenn ihr das jetzt seht, jetzt packe ich hier oben an. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nee, das kann man gerade gar nicht sehen. Das heißt, ich nehme euch mal gerade auf die Hand. So. Und zwar, das Problem, was viele ja haben, ist, dass sie mit diesem Rad hier, dass sie immer sagen, ja, ich muss das so weit drehen. So, wenn ich aber hingehe und meine Bohrmaschine so weit runtersetze mit dem eingespannten Bohrer, dass ich gar nicht so weit von dem Werkstück weg bin, dann habe ich ja auch nur einen kurzen Weg, den ich runterfahren muss. So, und wenn ich das jetzt mal mache, wenn man das jetzt mal in der so sieht, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, wir probieren das einfach mal, weil es dann doch ein bisschen weiter weg ist. Wie gesagt, das ist so eine kleine Action-Cam. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, ich packe hier oben an, und jetzt muss ich quasi, ich glaube, es ist noch nicht mal eine halbe Drehung, es ist etwas mehr wie eine Vierteldrehung und mein Bohrer verschwindet quasi schon in der Vertiefung drin. Das heißt, ich bin ja hier schon durchs Werkstück durch. Also von daher, das vielleicht als kleinen Tipp für die Leute, die eine PBD40 haben und sagen, das ist immer so blöd. Klar, wenn ich natürlich jetzt so einen Johnny habe, den ich hier bohren möchte, dann ist es natürlich blöder. Aber für so kleine Sachen ist es vielleicht hilfreich, wirklich die Maschine so weit runterzusetzen, dass ich, dass ich... Ja, nur einen kleinen Weg habe, einen kleinen Bewegungsweg. So, da haben wir die Löcher schon. Was ich an dem Laser ein bisschen blöd finde, ich weiß nicht, wie andere Laser sind von anderen Maschinen, das weiß ich nicht. Ich finde die Linien bei diesem Laser, ich für meinen Geschmack finde die zu dick. Deswegen, also ich nutze den
selten, sagen wir mal so. Natürlich hier für YouTube, ne? Action. Habe ich ihn jetzt angemacht, aber normalerweise nutze ich ihn selten, weil der Laser ist um ein Vielfaches dicker wie mein Bleistiftstrich. Und ich gehe lieber hin und konzentriere oder orientiere mich dann an meine Spitze vom Bohrer. Und ich gehe hin, versuche Folgendes zu machen. Wird noch geschliffen, also von daher ist es nicht ganz so schlimm. Und zwar, wenn ich jetzt, sage ich mal, hier mein Kreuz habe und sage ich mal, ich möchte genau hier meine Bohrung machen. So, dann, und der Bohrer kommt hier runter. Und der kommt jetzt quasi so, wenn man das jetzt sieht, sagen wir mal, der Bohrer würde jetzt so runterkommen. Dann sieht man nicht immer direkt ganz genau, wo ist jetzt der Strich, wo muss ich ansetzen. Ich persönlich versuche immer, das Kreuz, das Werkstück mit der Anzeichnung so hinzulegen, dass der Bohrer, wenn man das jetzt erkennen kann, dass der so kommt. Dann, ich persönlich komme da besser genau in diesen Mittelpunkt. Das ist für mich dann ein bisschen einfacher zu treffen. Ist, wie gesagt, das bei mir, das ist so meine Sache. Okay. Cool, jetzt haben wir das. Das ist schon gut. Gut, so, jetzt haben wir, den tun wir direkt wieder weg. Da ist 4,5. Und jetzt kommt der Senker dran. So, Senker eingespannt. Zack. Und dann Action. Ha, falsche Richtung. Ihr konntet jetzt richtig schön sehen, wie der runter ist. Das Schöne beim Senker, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich, das Werkstück halte ich dann ein bisschen locker und der zentriert sich ja selber in dem Loch, der findet sich ja dann. Das ist kein Problem. Und ihr könnt sehen, das Teil hier dreht sich mit und sobald ich auf die Position bin, wo ich bin, hört er auf. Dann stoppt er und dann habe ich immer die gleiche Tiefe. So, genau, jetzt haben wir hier vorne haben wir die Senkung auch überall schön mit drinne, gleichmäßig, ein schönes Bild. Hier hinten, klar, das sieht man nicht, das ist an der Wand später dran, aber ich finde es einfach schöner, wenn das nicht hier einfach so ist, sondern wenigstens zumindest ein bisschen angefasst ist. Das sieht dann ein bisschen netter aus. Genau, so, das heißt, die Bohrung haben wir und jetzt geht's zum Schleifen. Auf geht's! So, ich hole den Schleifer, Staubsauger und dann geht's los. So, genau, Schleifer haben wir hier, Schleifscheiben. Dann wollen wir mal gucken. So, 120er nehmen wir dafür. Das ist gut. Okay, so. Ja, das ist wunderbar. Das ist jetzt schon schön glatt. Sehr gut. Das bedeutet, ich fahre jetzt noch eine Kante dran. Einen Radius fahren wir dran. Und, oder ich fahre eine Schräge dran. Nee, ich glaube, ich fahre einen Radius dran. Und da werde ich aber nochmal meine Frau fragen, was derjenige denn da lieber hätte. Weil, wenn ich einen Radius dran, geht ja nicht um meinen Geschmack. Ne? Und ich habe zwar auch so einen Schlüsselanhänger mit einem schönen. Mit einem Koi habe ich bei mir in der Küche hängen. Und aber wie gesagt, das ist ja nicht für mich, das ist für jemand anders. Und da frage ich jetzt gerade mal meine Frau, ob da eine Rundung dran muss oder also eine Phase oder ein Radius. Und dann ja, sehen wir uns gleich wieder. Also von daher, let's go. So, und schon bin ich zurück. Also, es kommt ein ganz normaler Radius dran. Und hole ich mal gerade meine kleine Handfräse. So, und da ich die oft im Gebrauch habe,
Radienfräser ist drinne, den habe ich, weil den brauchen wir eigentlich öfter. Wir machen also mehr Radien wie Phasen. Hallo Leute, bin zurück. Ich habe das ja gerade in dem Video mitbekommen, dass ich auf einmal hier schlagartig weg bin. Ich habe lange überlegt, ob ich das hier reinpacke oder nicht. Aber es ist lange, lange nicht. Es ist gestern Abend gewesen. Wir sind jetzt am nächsten Tag. Ich habe gestern nichts mehr gemacht. Mein Hund ist gestern verstorben. Ich sag's so, wie es ist. Eigentlich gehört das nicht hier rein. Wir wollen hier einen Bastelkanal haben, wir wollen hier Spaß haben, aber wir haben ihn, wenn wir jetzt morgen nehmen, heute ist der 25.06., am 26.06. vor 4 Jahren haben wir ihn abgeholt. Als Welpe. Da war er gerade ein paar Wochen alt. Vom Tierschutz auch viel zu früh weggeholt worden, das arme Tier. Und wir hatten jetzt 4 wundervolle Jahre mit ihm. Und ja, deswegen, also deswegen die Szene gestern. Ich habe es dann auch einfach ausgeblendet, nachdem meine Frau gerufen hat. Ja, sie hat dann noch runtergebrüllt, der Hund ist tot. Und aber ja, weiß ich nicht. Ich will es nicht dramatischer machen, wie es ist. Es ist gerade echt beschissen. Ich habe heute auch gestern sowieso nicht mehr und heute auch. Ich habe ja im Moment gar keine Lust. Ich habe zu nichts Lust. Keine Ahnung. Aber trotzdem finde ich, das ist wichtig, dass das hier reingehört. Ich möchte auch menschlich hier rüberkommen und ich möchte hier keine Schauspielerei betreiben, und sondern das soll wirklich authentisch sein. Und ja, er hat ein großes Loch reingerissen und ich werde auf jeden Fall mal entweder ein Bild oder vielleicht noch ein kleines Video. Ich habe auf meinem Handy noch ein paar Videos von ihm. Vielleicht mal was einblenden, damit ihr einfach mal seht, was für ein tolles Lebewesen er war. Und genau, also von daher, es geht bald weiter. Aber ich brauche gerade ein bisschen. Also von daher, danke für euer Verständnis und bis später. Hallihallo und willkommen zurück. Ja, es sind ein paar Tage vergangen, die Laune ist wieder gut und es geht weiter. Genau, so, hier seht ihr das
Projekt, um das es geht, um das es jetzt auch heute geht. Und ja, wir werden es jetzt final abschließen. Wie das Ganze jetzt entstanden ist, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei, kleiner Zeitraffer mit ein bisschen Musik, weil meine Frau ist nicht so gerne auf dem Video und daher spiele ich euch das Ganze mit ein bisschen Musik und Zeitraffer ein und danach sehen wir uns wieder. Viel Spaß. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh-. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh-. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh-. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh-. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ja, jetzt konntet ihr sehen, wie das Ganze entstanden ist, dieses wunderbare Teil. Ich finde, es ist richtig cool geworden. Genau, sie macht also diese Brandmalerei-Geschichte. Was ich sehr, sehr cool finde gegenüber einem normalen Laser, ist halt, dass man hier sehr schön diese Schattierungen machen kann. Und ja, dadurch, hier sieht man es noch nicht ganz so deutlich, aber sie hat schon andere Bilder. Sie ist in so, ja, da sie Hühner hat, da wir Hühner haben, ist in irgendwelchen Hühnergruppen drin. Und da haben wir auch einige Bilder schon wirklich gemacht für Leute, die da Interesse dran hatten, wo sie quasi dieses Federkleid ja, mit diesen Schattierungen macht, was sehr, sehr natürlich aussieht. Das gibt so einen richtig schönen 3D-Effekt, also richtig cool. Und genauso quasi ist auch der die Blende für meine Bohrmaschine entstanden. Lange Rede, kurzer Sinn. Was machen wir jetzt noch oder heute noch? Ganz einfach, das ganze Teil muss ein bisschen Öl bekommen. Und genau, hier ist ganz normales Öl drin, Holzöl, lebensmittelecht. Das ist so ein Öl für
Na, sag schnell, so ein Öl für Schneidbretter auch. Und genau, das ist das. Das werden wir jetzt gleich einfach mal einölen, um dann zu gucken, wie das Ganze entsteht. Dass die junge Dame, die das Ganze bekommt, die hat auch schon ein oder zwei Bilder oder ein Bild von uns. Und sollte sie das irgendwann sehen, ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß damit. Und ich hoffe, dass du sehr oft einen für uns mittrinkst, wenn du dieses nutzt. Und let's go. Ich hole mir gerade ein Brettchen zum Unterlegen, dann ölen wir zuerst oder wir bohren zuerst. Nein, wir bohren zuerst, wir zeichnen erst an, machen die Bohrung fertig, damit das fertig ist, weil das will ich minimal vorbohren. Und dann ölen wir und dann schrauben wir das Teil drauf und dann seht ihr dann final noch das Ergebnis. Alles klar, also let's go! So, und damit ihr auch seht, wie ich das Ganze montiere, wir wollen das jetzt, ja, so ein bisschen mal gucken, mittig unten versetzt, nicht ganz, ein bisschen ins Bild ruhig rein, finde ich nicht verkehrt, finde ich nicht schlecht, so wollen wir das ungefähr machen, das bedeutet, ich nehme mir hier oben einen Stift und zeichne mir mal grob schon mal hier. Wir haben das Ganze ist breit 122. So, 122 mm heißt, wir sind bei 60 bei 61. So, ich stelle mir hier 61 an meinem Streichmaß ein. 61. Voilà. So, und habe dann, ha, wenn das mal nicht Augenmaß ist hier, wa? So, und jetzt will ich natürlich den Abstand hier haben. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich kann hingehen. Natürlich kann ich mir das jetzt hier so ausmessen, kann dann quasi einmal, wenn ich das messe, von Bohrung außen zu Bohrung außen, ne, um dann die Mitte zu bekommen, kann ich einfach das hier messen. Habe jetzt meine 72,5 und würde dann quasi einmal ja einmal die Bohrung noch mal abziehen, das sind 7,5 und hätte dann in dem Falle 65. Oder ob ich hingehe, und das ist immer gleich, das kann man immer machen, ob ich von der Außenkante von der Bohrung bis zur anderen Außenkante von der Bohrung messe, ist genau das gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, Mitte hatte ich mir schon angezeigt, deswegen kann ich das ruhig wegmachen. So, das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, dann haben wir hier von der Außenkante bis hier 65. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber genau das ist das. Also im Prinzip, entweder gehe ich außen von außen außen und nehme das von der Bohrung wieder weg, weil eine halbe Bohrung hier, eine halbe Bohrung hier, das kann ich machen. Oder ich messe einfach von dem linken Punkt zum linken Punkt oder vom rechten zum rechten, ist ja völlig egal. Und dann habe ich auch den Abstand. Also von daher relativ einfach. So, das bedeutet, wir wollen haben 65. Das brauche ich mir aber jetzt nicht so anzeichnen, sondern das kann ich jetzt hier machen. 65. So, also kommt genau hier die Bohrung hin. Einmal da und einmal da. So. Das kann man sich natürlich da nochmal drauf, wenn man sich unsicher ist, natürlich nochmal drauflegen, um zu gucken. Man sieht aber hier wunderbar, wie das passt. So, demnach bohren wir jetzt und dann haben wir es vorgebohrt, dann wird geölt und dann geht es weiter. Sehr gut, auf zur Säge. Zack.
Ja, natürlich nicht auf zur Säge, sondern auf zur Bohrmaschine, neben der wir ja gerade standen. Jeder, der ein bisschen aufgepasst hat, hat das gerade schon gesehen, logisch. So, das heißt, ich habe jetzt einen 3 mm Bohrer drin. Ich habe hier eine 4,5er Schraube. Allerdings ist der Schraubenkörper, der in der Mitte der Steg halt, der hat 3 mm und das ist genau das, was ich jetzt am Bohrer habe, weil ich möchte natürlich nicht, dass der Steg das Holz auseinanderdrückt, sondern ich möchte nur, dass das Gewinde sich ins Holz reinschneidet. Deswegen bohre ich immer in der Größe von diesem Schraubenkörper, bohre ich immer vor. Die Schraube, die hat eine Länge von, ich glaube, 16. So, ihr habt gesehen, die Löcher sind drinne, beide wunderbar. Das heißt, wir können gleich mit Schräubchen loslegen. Jetzt wird als erstes mal geölt. Ich nehme mir da einfach ein Stück Restholz, packe das hier drauf. Tja, und dann würde ich sagen, ab mit dem Öl. So, und dafür habe ich jetzt einen ganz normalen Schwamm und verteile das jetzt mit dem Schwamm einfach ein bisschen auf dem Holz. Dann lassen wir das Ganze einwirken und ich glaube, man kann aber jetzt schon sehr, sehr schön erkennen, ja, wie das Ganze wird. Aber das seht ihr am Schluss auf jeden Fall noch. Und ja, ich mag dieses Anfeuern, also dieses Ölen, wenn dann die Maserung richtig schön rauskommt. Ja, das ist immer toll, weil ja, es ist ja auch manchmal wirklich so, dass man gar nicht erkennt, was wirklich in dem Holz drin steckt. Und erst wenn dann das Öl draufkommt, kommt dann quasi die Maserung zum Vorschein. Kanten gehen wir schön drüber, dass die alle was mitbekommen. So. Ob das sinnvoll ist, mir das mit so einem Schwämmchen zu machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Und ich mache natürlich hinten auch ein bisschen drauf. Klar, hinten ist natürlich die Seite, wo kein Sichtbereich ist, wo quasi dieser Flaschenöffner an die Wand geschraubt wird. Und meine Frau, die macht immer hier sich so ein kleines Zeichen. Wir haben da noch kein richtiges Logo oder sowas, wobei ich schon überlegt habe, ob ich mein Logo, ob wir das irgendwie verwenden, weil letztendlich ich glaube nicht, dass wir einen zweiten Kanal machen. Und man merkt aber schon, dass das relativ schnell einzieht. So, und ja, Leute, wie soll das anders sein? Meine Mutter hat ein Händchen dafür, ne? Also, wir lassen jetzt hier mal einwirken. So, ja, also, geölt ist es. Die restlichen Überstände, die jetzt nicht mehr eingezogen sind, habe ich jetzt gerade mit einem trockenen Tuch nochmal abgewischt.
Ja, ich finde es sehr, sehr schön geworden. Und genau, mit den vier Bohrungen. Und jetzt werden wir noch den Flaschenhalter da vorne drauf bringen. Das heißt, der kommt jetzt hier so drauf. Voilà, so. Bringen wir es einmal rein. Ja, und somit sind wir am Ende dieses Videos angelangt und ja, ich denke, es kann sich sehen lassen. Vielleicht hat der eine oder andere ja die Möglichkeit, das nachzubauen, und wenn der eine oder andere natürlich ein kleines Geschenk für irgendeine liebe Person haben möchte, auch gerne ohne Huhn mit was anderem drauf, ihr dürft mir gerne schreiben. Wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, nutzt auch gerne die E-Mail-Adresse. Bei der E-Mail-Adresse könntet ihr mir direkt vielleicht irgendwie ja, ein Beispielbild nennen, wo ihr sagt, hey, das finde ich ganz cool, könnt ihr sowas machen. Und meine Frau freut sich damit sicher riesig drüber, zumal ihr uns da natürlich auch unterstützt, weil dieses Geld fließt natürlich auch 1:1 wieder in unser Hobby zurück. Und genau, ansonsten, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr fürs Zuschauen, auch mit dem kleinen Zwischenfall, der sich leider ergeben hat. Aber ja, so spielt das Leben, so ist es. Und das Ganze soll hier auch wirklich authentisch sein. Und ich möchte ja hier keinen Hollywood-Film drehen. Also, ich bedanke mich, würde mich freuen über ein Like, über ein Abo. Ich freue mich immer über Kommentare, über neue Kontakte. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Glaubt an euch, glaubt an eure Projekte. Ihr kriegt das alles hin. Wenn ich das hinkriege, kriegt ihr das alle Male hin. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.